Ja, wir machen gerade ein Feedback-Video. Nein, Mann! Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, Disney Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. Jens, wir haben hier noch diese Schifferhofer. Ja, genau, dieses Schifferhofer. Oh. Pussybier. Erinnert uns an früher, als wir das erste Mal Bier getrunken haben. Ja, wir. Keine Kaufempfehlung, schmeckt scheiße. Ach, ist das jetzt das Intro fürs Bier? Ja. Stößchen. Warte mal, erstmal aufmachen. Mit einem Eistee. Oh, ist das so machen wir es echt immer. Kalle geht. Tina der Kalle macht. Der Kalle wollte ja echt schon nach spielen gucken. Tina macht hinter der Kamera einen auch, Salat. Gebt ihr mal eben den Flaschenöffner. Ja, danke. Ja, wir haben nämlich hier Noah. Hi. Hi. Nee, Noah ist cool, der ist nämlich krank. Danke. Ich gebe ihm 3 Minuten. 3 Minuten, ja. Prost, Füßchen. Das ist, also der ist echt totgeritten, dieser 3-Minuten-Insider. Der ist noch nicht totgeritten. Doch, der ist totgeritten, Alter. Aber du sagst nicht, dass er tot. Was macht ihr da? Wir müssen auch gleich, wir haben nämlich heute voll das Special geplant. Ja, dranbleiben, Leute. Ja, jetzt machen wir Mediakraft-Methoden. Wir versprechen euch was. Irgendwann innerhalb von diesem Feedback werden wir jemanden anrufen. Ein Mädel, das hat uns kurz nach der... Tina, musst du jetzt ein Pipi machen? Kurz nach der Millionärswahl hat sie uns einfach so ihre Telefonnummer auf die Facebook-Seite geschrieben. Und da rufen wir heute mal an. Das kommt bestimmt Endcard. Voll toll. Endcard. Hier kommt ihr zum neuen SpongeBob-Video und hier kommt ihr zu Assassin's Creed. Ups. Ja, Creed. Assassin's Creed. Ich bin irgendwie schon... Ah, hier. Tina, wie lange dauert so ein Salat bei dir? Weil die Leute wollen dich zumindest mal kurz sehen. Kannst du mal ich nehme heute übrigens ganz bescheiden mein Bild ein. Ich habe Hunger, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Aber kannst du bitte einmal ganz kurz hübsch sein? Für die Kamera. Reicht. Achso. Die sieht dich nicht, die Kamera. Nein. Ja, was du das. Er wollte auch mal im Mittelpunkt stehen. Ja. Ja, jetzt gehen wir alle weg. Jetzt steht es jetzt wieder da. Hallo. War nicht 8 Meter. Was haben wir denn da? Ach, ein Ubisoft. So, jetzt machen wir mal einen Schnitt. Genau. Er war auf der Gamescom mit und hat da so ein extra, so zum, für Warteschlangen so ein Dreibein mitgenommen. Ich hab voll nicht gespielt. Ich hab noch gar nicht wieder eingeschnipst. Jetzt kannst du erklären. Jens hatte nämlich auf der Gamescom auf dem Besuch, als er auf die PS4 gewartet hat und das spielen wollte, den Oculus, hat er sein Dreibein mitgenommen, um zu warten. So, die sind nämlich und voll jetzt erzähl mal, wen du getroffen hast im Speiseraum. Wen hast du getroffen im Speiseraum? Ja, da habe ich ihn getroffen. Lass uns nicht ablenken. Nein. Ganz zufällig. Wen hast du getroffen im Speiseraum? Erzähl's den Leuten mal. Diese Cold Mirror hat sich da essen gemacht. Wer? Das ist voll der Wahnsinn. Ja, das ist voll der Wahnsinn. Robin, bist du so fleißig, das Bild mal einzublenden, was auf seiner Pinnwand ist? Ich hab das nicht mal. Auf seiner Pinnwand ist? Das muss ich suchen. Ja, das wäre... Nee. Ich glaube, hier ist ein Loch. Ach, warte, ich will mal einen Tasch. Jetzt versucht sich Kalle Kampfkraft. Ich wollte in der Kantine von der Gamescom. Sie ist zum gleichen Zeitpunkt essen gegangen wie ich. Das ist schön durcheinander. Das hat das zu bedeuten. Als wir auch da waren, Norbert. Es war der Tag davor, gell? Tag davor? Ja, stimmt, ja. Tag davor schon. Da waren wir noch gar nicht da, oder wie? Das war ziemlich cool, weil nämlich auch mein Kumpel aus meiner Klasse zu mir gesagt hat, Alter, wenn du die triffst, dann kill ich dich echt. Also, aber du lebst noch. Das war nicht so sein Traum. Und dann, hast du ein Foto mit ihm gemacht? Ja. Wo wir gerade beim Thema sind, Herr Rodes, wann gibt es mal ein Feature mit MCM? Ich habe mich schon oft mit MCM verabredet. Ich bin da, MCM lässt auf sich warten, beziehungsweise kommt gar nicht. Es ist aber auch ein viel beschäftigter Mann. Ja, also man verabredet sich, ja, um 4, 10 vor 4 rufst du an, ja, treffen wir uns, ja. Gehst du hin, ist er nicht da, ich bin im Atrium. Im Atrium. Im Atrium. Ja. Jetzt sind wir wieder Reuner. Oder bist du Puh. Das Reunerte sich, dass du wieder anrufst. Ja. Alter, Leute. Ist der das auch? Nein, was?
MCM, wir lieben dich. Ja. MCM, du guckst das nicht. Wir wollen uns zwar warum, aber. Jo. Murph McFlurry. Ich müsste ja eigentlich Hausaufgaben machen. Ach, fuck. Eine Stunde 41 Minuten werde ich wohl Zeit haben. Prioritäten muss man setzen. Im Hintergrund hören. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube nicht, dass es ja, das ist. Ja, 7539 ABCY. Kameratyp fragt mich, ob ich mir Attack on Titan reingehittert habe. Habe ich bis jetzt noch nicht ganz. Mach zwei Folgen. Ich weiß, ich weiß. Zwei Folgen. Aber ich habe halt nicht immer Bock, mir das reinzuziehen mit Untertiteln. Es gibt halt keine. Oder gibt's die? Ich habe keine englische Synchronisation. Ich habe mit Untertiteln geknallt. Ja, da habe ich halt nicht immer Bock drauf. Das Boss? Ja. Ja, ich habe die ersten 12 Folgen, die draußen waren, direkt am Stück geguckt. Streichel dich. Du weißt ja, als wieder. Also, sind ja alle draußen, kannst du gucken. Ja, ich gucke mir die auch an, Mann. Und Kalle ist ein Morgenpot. Attack on Titan ist Muss. Boss-Strichgeher, Anna. Siehst du? Wie ihr es uns schon gelehrt habt, nichts muss peinlich sein. Man setzt sich mit diesem Wort nur Grenzen. Ich fürchte es. Sagt er. Ach, das war nicht richtig. Zum Orsch-Kommentar. Zum Orsch-Kommentar. Ich glaube, dieses von wegen peinlich, weil die dir auf den Arsch geguckt haben oder so, keine Ahnung. Achso, habe ich nicht verstanden, aber cool. Oder vielleicht, dass da angeblich dein Unterhöschen rausgelunzt hat, keine Ahnung. Okay. Das hat nicht genommen. Ja. Ist ja auch egal. Der regelmäßige Spasti-Kommentator Halafir. Ich bedanke mich für das. Ach, scheiße, dafür, dass ihr jeden Monat 2 Stunden für uns verschwendet. Guter Mann. Alle 2 Wochen. Sogar Noah ist extra hergekommen, ja, um hier mal 2 Stunden zu verschwenden. Extra für euch. Für die Fans. Das ist wirklich. Ja. Oh, hier ist auch. Da würde ich sagen, teilen. Ist Mindeste. Auf Facebook sharen und Twitter. Es wird alle interessieren, die uns nicht kennen. So. Nashika sagt, ey, das war Essen. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Kameratyp. Achso, ja, und da weil mir irgendwas wieder runtergeflogen ist, glaube ich, ja, ich sofort wieder gefressen habe. Irgendjemand hat gesagt, ey, das war Essen. So. Ja. Ich glaube, Rohr, das ist. Kameratyp sagt außerdem, ich habe auch Fallout 1 und 2 später gespielt und ich fand es immer noch super. Er blamed dich indirekt. Ob du dich mal schämst. Ja, was jetzt für geblamed, tolle Fans. Ja. So, jetzt geht die Blaming los. Kann ja, du das da kam schlecht. Interessant. Da kam viele Kommentare. Lass mich mal, ja, Rotes lässt ja, sich davon lass dich mal nicht ablenken. Nee, ich will das jetzt gucken. Ich mache den Vorhang zu. Ja, ich krieg den Ärger. Ja, die blamen dich dann. Das ist echt scheiße. Ja, ich hab das Kind schon schämen. Ich blame ja, aber es ist ja auch schon voll scheiße von dir, dass du dich eher selbst. Er kann sich doch einmal zusammen. Der Kalle ist immerhin hier, ja? Tina sitzt hier, die ist ihren Dings aus. Tina, die sitzt ja doch bestimmt die Kommentare in der Fresse, oder? Nein. Ayuni, was hoffentlich ist zum Essen nicht nur den Scheißsalat. Hallo. Ja, ihre Kommentare sind deliziös. Yes, Herr Rodes hat den fucking Changeman Dietmar Schwarzman. Verstehe ich nicht. Yes! Verstehe ich. Ich hab den mal angeschrieben. Da meinte er, wo kriege ich in dem und dem Beat her? Hab ich gesagt, ja, lad ihn dir halt bei YouTube runter. Hat er gesagt, nee, ja, so, das ist x-fach so, konvertiert. Und er wieder so und dann ich so. Oh, wenn ich mal nicht blamst. Ich komm gleich hoch. So. Voll, nicht voll raus, ja? So, auf jeden Fall kam es dann dazu, dass. Hey! Nö, jetzt sage ich aber auch nichts mehr. Immer so, sobald Herr Rodes was sagt, müsst ihr alle reinkommen. Gar ja? Nicht. Da war der so mal die Länge. Ja, Mann, die Spannungskurve war doch gar nicht verloren. Er hat sie doch gehalten. Es war gerade Exposition. Ja? Markus war schon einer. Ey, du warst da in Amerika, ey. Der Markus hat nämlich spannende Geschichte erzählt. Ja. Nicht jetzt nacherzählen, ja. Feedback in 9 oder so. Dann hatte ich so. Hatte ich meine DHK-Karte dabei oder wie war das? Erzähl's mal. Dann habe ich Johanniter mich geguckt. Nein, es war andersrum. Du gibst es falsch wieder. Ist ja auch jetzt egal. Einfach mal. Nein, das müsste ich Feedback neu gucken. Genau, Feedback. Schaut es euch nochmal an. Das ist auf nicht Feedback neu gesagt. Das ist aber alles, als der Express von Markus dabei ist. Am Stück. Steht auch drin. Es sind sicher nur so 40 Stunden oder so. Kein Ding. Lohnt sich, Leute. Lohnt sich echt. Halafir sagt außerdem, ich vergesse meine Fragen ja auch immer gerne zwischen den Feedbacks. Deswegen betone ich nochmal, dass Robin meine Frage richtig interpretiert hat. Ich hätte auch fragen können, ob es in euren Augen Würf ist, am Morgen einfach weiter zu schlafen. Ach, das ist der Kollege mit der Motivation vom letzten Mal. Auch wenn man in die Schule muss. Aber coole Sache, dass ihr mir so ausführlich geantwortet habt. Nee, es ist auf jeden Fall nicht wert für die Kommt drauf an, wie wichtig die Schule ist. Ich meine, sowas wie Augendrücken kann dir keiner nachweisen. Sagst du einfach, ich hatte Augendrücken in der Schule? Ja, auch jetzt ich hab Rücken. Na, wie war es bei Tina immer, Unterleibsschmerzen? Oh, das kommt immer gut. Was. Ja, das war doch nicht ich. Nicht? Klar warst du das. Ich hatte bessere Dinge. Ich bin auch das ist eher so eine Mädchen aus. Ja gut, dir war es eh egal, du bist halt einfach nicht hingegangen. Ohne, ich bin hingegangen, aber ich wieder rausgeschmissen. Was ist denn? Nach 5 Minuten wurde ich wieder rausgeschmissen, weil du Scheiße gebaut hast. Warum ich? Ja, raus! Ich war das nicht, der in Geografie die Tür zugeschlagen hat und zwar so doll, dass die Türklinke abgefallen ist. Ich wurde ein halbes Jahr von Geografie suspendiert wegen dir. Unsere Schule ist gut genug, dass die Türklinke nicht abfallen.
Bei uns macht einfach ja, aber Tina hat auch echt Schmackes drauf. Also, ja. Das war echt krass. Tim Bills haben nicht mit Türklinken. Die haben so eine schöne Waldorf-geschapte Griffform. Oh, stimmt, die sind fürchterlich. An jede Klassenzimmertür ist das glaube ich dran. Nicht. Also, wirklich also, echt also im Endeffekt vom Hausmeister vielleicht. Trauma. Kannst du eigentlich mal Nosferatu tanzen? Ja. Das ist theoretisch möglich. Damit können wir das Feedback vielleicht eröffnen am Ende. Ja. Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Jetzt wisst ihr, worauf ihr euch freuen könnt. Auf die Eröffnung des Feedbacks. Aber Tina macht auch mit. Also, ich mach das auch. Da kann man ja gar nicht mehr hinein. Also nicht was. Nackt. Mach das mal. Tama 98. Ich habe das gleiche Handy wie Anna. Das ist das neue Nokia. Unzerstörbar. Gute Wahl. Ich habe gar kein Nokia. Nee, das neue Nokia. Achso. Aber das neue noch. So viele Macken. Das hat Macken, aber ich vermute, das liegt tatsächlich an mir. So. Nicht an der Technik. Ja, und es ist sehr unzerstörbar. Es ist echt geil. Und jetzt vielleicht einen kleinen Trommelwirbel. Und zwar für Le Pet, der aktuell laut Statistik der aktivste Kommentator auf dem Hauptkanal ist. Hey! Ich folge von einigen anderen, ihr seid alle total. Ihr seid alle spitze. Und er sagt nämlich: Hier ist Abonnieren-Knopf hier oben. Er sagt nämlich: Japan ist, wie Urban sagt, wirklich einzigartig. Und China, ist auch einzigartig. Und China mit Japan zu vergleichen, gleicht Blasphemie. Dazu kann man dessen Bewohner von anderen umliegenden Ländern, China, Nord-, Südkorea, Russland, sehr gut differenzieren. Alle, die Japan nicht mögen, haben einfach keinen Geschmack. Ich habe gehört, Nordkorea soll auch sehr einzigartig sein. Ja. Kann man doch machen, oder? Da ist Party auf jeden Fall. Ja. Und Carlson Moses hat ihm geantwortet, wenn man mal drüber nachdenkt. Verstehe ich auch nicht ganz. Gut. Halafir, der knallt ganz schön hier durch. Anna, spielst du Fallout auf der PS3? Ja. Oder gibt es das sogar für PC? Das gibt's doch garantiert auch für PC. Ja, klar, ich hab's ja auf dem PC gespielt. Gibt's das auch für Wii U? Nein! Guck mal, Anna, jetzt fühl dich mal geehrt. Ich kenne das Game nicht, aber irgendwie habe ich voll Bock drauf, so wie du das mit dem Menschenessen beschrieben hast. Auch wenn mich das jetzt verwirrt. So, Werbepartner, hier habt ihr jemanden? Ja, spielt Fallout 3. Spielt Fallout 3. Ja. So, okay. Einmal unten den Amazon-Link klicken, da könnt ihr Fallout kaufen. Hier oben abonniert ihr. Einen kleinen Anteil davon. Phantom Zero sagt, hat schon jemand mal versucht, Robin ohne sein Wissen abzufüllen? Nein, ich bin da sehr vorsichtig. Wann seid ihr mal wieder an so einen Vorfall, oder? Ja, da gab es einen Vorfall. Aber das war ein Vorfall. Nein, als mir nämlich Annika was zu trinken gegeben hat in Ilmenau bei dieser Homeparty, da habe ich echt ganz schön mit mir gekämpft. Da habe ich gerochen, ich rieche halt nicht viel. Und ich habe echt gedacht, die wollen mich jetzt hier verarschen, aber das war dann doch einfach nur Cola. Ja, da gab es voll den Vorfall. Voll wieder und so. Furzfall zum Geburtstag von einem Kumpel und da war da so Wodka, Cola oder so und ich war halt voll durstig, weil ich geskatet bin, dann habe ich das getrunken. Und 10 Minuten später war mein Brett durch und so, sonst ist mir nie ein Skateboard gebrochen. Gibt es den Kanal auch auf Hochdeutsch? Nee. Nostera Hochdeutsch. Sehr geil. Tina, vor allem du, ja. Nee, ich find das schön, unsere Gegend hier so ein bisschen zu ehren mit Dialekt. Ja, vielleicht kommen endlich mal Leute in den Osten. In Osten. Jetzt kommen wir endlich aus dem Osten. Leute, geht doch aus dem Osten raus. Guck dir doch mal die vom Dschungelcamp an. Was? Nein. Dann warst du im Fernsehen, ne? Was? Da kommt tatsächlich eine Frage zum Dschungelcamp. Aber wann seid ihr mal wieder im Munzur, der die Reise wert ist? Ach, stimmt. Gestern erst. Zufällig im Munzur. Vorgestern. Echt zufällig? Ja. Und wie hat dir das da geschmeckt? Das war perfekt. Klickt mal auf den Amazon-Link. Da könnt ihr euch einen Döner bestellen. Direkt zum Munzur. Nee, Munzur ist schön. Wir können ja die Döner eigentlich mal verschicken für viel Geld. Ich meine, die sind dann zwar kalt und chimmelig, aber... Die sind voll lecker. Ja. Ey, na, aber wenn die jetzt wirklich sagen, meine Fans sind doch auch nicht immer die Klügsten. Wir schicken den einfach den Mund zurück. Der Spaß, für 50 sagt außerdem, Euro inklusive Versandkosten. Er sagt außerdem noch, und fragt mich nicht warum, aber irgendwie steckt mir gerade der Sinn nach Club Mate. Gute Wahl! Übrigens, Club Mate ist jetzt kein Hipstergetränk mehr. Hipstergetränk ist Mio Mate, die Club Mate der Club Mate. Ah, wieder was gelernt. Weil Club Mate ist Mainstream und da trinken Hipster jetzt Mio Mate. Ah, bis das wieder Mainstream ist und dann. Genau, dann wahrscheinlich muss es bis dahin eine neue Mate geben. Oder irgendwas ganz anderes. Kalle. Bevor es cool wird. Habe auf Facebook gerade deinen Facebook-Film gesehen. Ballard. Kommentier das mal. Geiler Mann. Was hast du dir dabei gedacht, als ich ihn gemacht habe? Ach, sitzt jetzt in den Kommentaren drin. Ja, also das mache ich. Jetzt geht's los. Weil alle das gehatet haben, habe ich halt gedacht, ey, schneide ich das kurz zusammen. Ah, okay.
Man kann doch nicht Internet das rechtlich erwischen werden, ganz ehrlich. Ey, da wird sich Halafes aber ärgern. Ja, Halafir. Schanzon, Herodes. Sag mal, sorg mal dafür, dass in deinem nächsten Nummer 1 Hit der Robert den Reptile bekommt. Finde ich selber Mit ganz viel S, bitte. Ja, das ist ein Robert und ich bin schon lange nicht mehr so schlimm. Na, aber wenn er anderen Spaß sagt, ist das schon geil. Ja, Spaß. Das ist bei ihm halt echt dezent. Ja, ganz ja sagt ja auch keiner. Fast schon Persönlichkeit. Ja, Robert ist ganz wundervoll. Nee, also würde ich ja, das machen. Ich hätte echt lustig. Würde ich machen. Der ist, glaube ich, nicht, der ist auf Montage oder so. Aber es wird ihm vielleicht zu blöd sein, weiß ich nicht. Wir sind Robert. Nee, wir haben mal, das war mal bei uns in der Schule aufgebaut hier. Na gut, das war kein Rap. Aber dann hat Sami Schlagzeug gespielt und irgendjemand Gitarre und dann haben sie hoch auf dem gelben Wagen. Ja, ich hab Gitarre. Irgendjemand, das war ich. Applaus, Applaus. Ja, kann ja sein. Da haben auch andere Sachen. Ich das, war ziemlich witzig. Das hat ihn sehr fröhlich gemacht, also vielleicht ist er bei einem Rap dabei. So, das war auch ziemlich witzig. Da hat man gerade das Bandprojekt. Ja, genau. Nur für Schanzern. Stimmt. Oh, der gelbe Wagen. Er stand aber halt auch wieder Anführer von der Rechtsumfeld da. So. Oh, der gelbe Wagen. Ja, also wir nehmen schön. Hey, Erfurt. Die Tage. Ach so, als wir das Video gedreht haben, womit ich gewonnen habe bei Blatt und Schuss-Konzert. Ey, herzlichen Glückwunsch. War gut. Nee, ja. Noob Tari, wer von euch Noobs ist der größte Hitler? Noob Tari, wer von euch ist der größte Hitler? Ja, Robot. Ja, also wenn Noob ja von neu und new und so, ne, dann bist du ja hier der größte Noob. Ja. Aber du bist kein Noob, weil du voll der tolle Hengst bist. Ja, ich glaube, bist du schon. Ja, stimmt, wer ist der größte Hitler, ist deine Frage. Wie stehst du zu dem Thema? Hitler? Locker. Locker, genau. jo. Ein bisschen Chain Reaction. Das SpongeBob-Video ist echt scheiße und total unlustig. Das geht besser. Penis. Ich weiß nicht, ob es ernst meint. Ja, aber, es gibt noch einen ähnlichen Kommentar von Stainable. Aber der hat jetzt zum Beispiel nicht geschrieben, was ihm nicht gefallen hat. Das ja, das wollte ich auch sagen. Wenn es ernst gemeint ist. Wer ist ein Mr. Chain Reaction? Er hat schon öfter geschrieben, ich glaube bei dem, ich weiß es nicht. Wenn es dir echt nicht gefallen hat, sag halt, was geht und jo, dann können wir uns drum kümmern. Mhm. Es kommt noch ein ähnlicher Kommentar. Der Verantwortliche zur Rechenschaft. Zur Rechenschaft, danke. Spitty. Die Millionärswahl war richtiger Trash-TV-Short. Hallo, was hat dir denn nicht gefallen? Ey, vor Ort war es bestimmt voll toll, oder? Ja. Du hast auf allen geweint im Publikum. Ich habe auch geweint. Ja, geweint hat sie. Ich finde auch, meine Schminke ist ja verschwommen. Oh. Vor allem die Wilden worden mit der Kamera völlig falsch aufgefangen. Das haben ja übelstes Gewusel und so, mit der Kamera sieht das halt voll scheiße aus. Ja, es war aber auch so, du hattest überhaupt nicht einen Überblick, es war zu viel auf einmal. Also ich konnte ja auch nicht überall gucken. Ja, es gab halt viel zu sehen. Das war ja nicht das Problem, viele haben gesagt, die fanden die Vision-Typen einfach unsympathisch. Das stimmt. Auch, die haben die ganze Zeit gesagt, wir sind die geilsten. Genau, die haben sich halt so aufgeblasen. Echt? Ja, aber das war auch, glaube ich, nicht oft ernst gemeint. Ja, klar. Ja, aber kann halt falsch aufpassen. Das hat leider zusammen mehr genommen. So wie aber auch die sagen. Also die Probe, die Generalprobe fand ich auch irgendwie, ich weiß nicht, die hat nicht sehr professionell gewirkt. Oder, also ich war ja noch nicht dabei, aber vielleicht ist es ja auch immer so ranzig. Aber ja, war cool. Ich fand die Sendung nicht so schlimm. Na, von die haben mir nicht gesagt, in welche Kamera ich gucken muss. Als ich die rot leuchtet, Gott verdammt. Nein, hat keine rot geleuchtet. Da ist ein dickes, fettes, rotes Licht dran. Nein. An der vielleicht, aber nicht an der. Das ist ein übelst dick und fett. Also. Egal, das sind so übelste Fächer auf der Lampe, die du sehen. Aber jetzt kannst du auch mal noch sagen, wie leid dir der Elton tut, der Arm. Der Elton, ja. Man sieht ja vor allem sein Gesicht in der Finale. Also ich habe irgendwie, sehr gutes Deutsch, danke. Man sieht ja, gab irgendwie drei Bilder vom Finale, und die im Nachhinein da gepostet wurden. Und in allen drei Bildern übelst angefressen. Ach so, ja, das habe ich ja gesehen. Ich habe mich da so es ist scheiße, weil er ist am wenigsten, er hat ja echt gut gemacht. Ja. Und er ist halt wird jetzt mit dieser scheiß Show verbunden und hat da auch Hoffnung und bla. Schade für ihn, finde ich. Weil er ist ja echt ein Guter. Darf ich Hakenkreuz in die Kamera halten oder gibt es da Ärger? Weiß ich nicht, warum. Na, warum, Anna? Was hat möchtest du das? Ich wollte einen kurzen Bild hochhalten. Möchtest du hier irgendwie ein politisches Statement oder? Kannst du es ist ein Gruß, kein politisches Statement. Ich würde auch sagen, mach's einfach. Gruß. Anna, klar, mach's halt und guck, ob YouTube explodiert dabei. Okay. Wäre gut eigentlich. Dich beschweren, hast du die Sendung gesehen? Im Nachhinein. Ah, aber. Das sind die wahren Fans. Peinlich. Ohne Scheiß. Alter. Müssen wir nicht mal gewotet. Schön. Nee, völlig okay. Nein. Hey, nee, an dem Abend hatte meine Mutter Geburtstag, da konnte ich nicht. Was? Ja. Der ist ein Ausreden, da kann man auch im Fernsehen nebenbei laufen. Ja, das bringt man in der Schule, da kommst du auch nicht weiter. Ignoriert ihn mal kurz zur Strafe. Ja, okay. Okay. Lass den passt nur gerade. Mr. Trollikus fragt nämlich: Kalle, was machst du da überhaupt? Wie? Ja, was machst du da gerade? Ich zock gerade Skate 3.
Hey, das ist überhaupt nicht Skate 3, das ist Skate 1. Skate 1 oder so, genau. Aber er meinte das, was du das letzte Mal gemacht hast. Ja, da ging die Festplatte von Robin, ich habe meinen Laptop dran. Was hast du die restliche Zeit gemacht? Nein, Gag. Als das Buch, genau. Und da war ich auf Nein, Gag und E-Fact. Und das ist halt immer schlimm, weil ich werde dann immer dafür geblamed, weil er immer so auffällig dann... Na was, das sind sexuelle Erfahrungen für mich. Ja, aber wenn du, einfach nichts sagst, dann stört's halt auch keinen. Ja, aber du hast ja auch nicht. Ach, jetzt bin ich schuld, dass du geblamed wirst. Christian Schindel. Schleich. Ja, Schleich dich, ne? Ja, neue Pink Battles kommen, wenn Daniel wieder Zeit hat. Er sagt so Ende März vielleicht mal. Hat der gefragt? Nein, komm, ey. Hä, nein. Wie hieß die? Was? Ignoriert gerade. Nein, der hat nicht. Wer? Ach, Schindehütte. Ja. Schindehütte. So, ein langer Kommentar von Karls von Moses. Er sagt, ich habe seinen Namen nicht richtig ausgesprochen. Respekt und heite Props to you. Hä? Hauptsache Moses? Ach, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ah, so, ich esse immer, wenn ich das Feedback gucke. Ja. 8 Minuten 50 sagt er, Nudelpizza habe ich früher gegessen. Ist voll unterbewertet. Gut, aber Nudelpizza, ich kann es langsam nicht mehr essen. Jo, ganz ehrlich, irgendeine kommerzielle YouTube-Netzwerk-Kacke-Produktion hat er extra mit schwarzer Schrift hervorgehoben, würde ich sagen. Whitehit Hulst, sagt er, also Whitehitty. Muss ich noch mal kurz einhaken, ihr habt heute die übelst gefeiert, als ich gerade zu euch kam. Sei jetzt ruhig! Ich hab heute die auch gefeiert, als das war. Genau! Ich kannte YTT schon, bevor sie cool waren. Ja, genau. Ja. Oh, er hat voll einen Hinweiseintrag von YTT erst. Auf dem Kanal! Auf dem Kanal, aber nicht weiß ich gesagt. Nicht welchen Kanal, das ist geheim. Nee, das war Ende 2010. Kommt nicht zu Tina und ihr hört euch, oh, er hat nur ein linkes Ei oder so. Ach so. Anna hatte nämlich voll die traurige Phase und ich habe bei den Nachbarn von Tina gepflanzt. Bei den Nachbarn von Tina? Du hast damals erzählt, es wären deine Nachbarn gewesen. Nein, auf dem Weg zu Tina. Ich bin da bei mir so durch. Auf dem Weg zu Tina ist aber der Eimer war von. Jetzt wird klar, dass nein, nur auf dem aufgebaut. Der war aus dem Sandkasten von eurem Nachbarsnachbarn. Ey, das gibt's nicht. Ich bin einmal quer durch die Gärten durch und haben wir zusammen. Dieser ranzige Top, ey. Alter, du fandest es voll. Ich hab mich übelst gefreut. Das war übelst nett. YTT Hust macht ein ca. 10 Minuten Video mit Jumpcuts, dummen Fragen. Ja, ich wollte jetzt noch sagen, dass ich das von Stolen Dance, das Cover mit Ich bin so bekifft oder so, das fand ich auch ziemlich witzig. Von YTT ist das. Kenn ich nicht. Wieso hab ich das nicht gesehen? Weiß ich nicht. So, ich hab's seit 3-4 Jahren nicht mehr abonniert. Robin gesagt hat, ich soll das nicht. Nein, ich habe nur gesagt, hier, mach das Video mal an, wir wollen mal gucken, ob wir lachen. So, das habe ich gesagt. Nein, so. Du bist durchgescrollt, oh, was für eine Scheiße hier, du bist ein Trashback. Scheiße, mein Titty für eine Scheiße. Das stimmt so wirklich nicht. Das stimmt so wirklich nicht. Trashback habe ich auch schon ewig abonniert. Ich habe nie gesagt, Trashback, dass der Scheiße ist. Dass der Lispel nur, dass ich ihn als Abo habe, ist Scheiße. Hey, gar nicht. Trashback, wenn du schief im Gesicht kannst, kannst du da mal Text schreiben. Die YTTs machen einen Zirkel. Komm, ich in 20 Sekunden, wie heißt das? Ich guck immer so in die Kamera. 20 Sekunden, was ist denn das? Good to know you. Good to know you, ja, mach doch mal mit. Ja, kennt mal bei Mr. Trashback auf dem Channel. So. In der Videobeschreibung. Die machen ein Video und mit spiegelt sein Gesicht Sachen mal. Und Sachen. Das ist echt krass. Postproduktion circa eine Woche. Ihr macht ein rund 2 Stunden Video, in dem ihr fast alle Fragen beantwortet. Und braucht weniger als eine Woche, um das Video zu bearbeiten. Die meisten sind nur einfach zu faul, länger zuzugucken. Ich bin dafür, dass Robin von Ausrüsterafu TV austritt. Nicht. Aha. Oh mein Gott, Anna sagt bei 1 Stunde 30. Das sieht ja schrecklich aus. Keine Ahnung, tut mir leid, kann ich nicht sagen, was da war. Otto. Kalle versucht, seine Ansichten zu verteidigen. Hahaha. Da wird ein bisschen Beef im letzten Beef. Macht mal was mit dem zusammen. YouTube.com/user. Ah, war Digga. So. Falls wir mal nach Warschau gehen, kann man da vielleicht was machen. Also, ich habe den in meiner Facebook-Friendlist. Ein cooler Typ. Mal schauen, ne?
Scheiße. Der macht Videos wie ihr. Irgendwo lasse ich noch Zigaretten hinter meinem Bier. Ich nehme auch gleich noch ein Bier mit. So ein Spaß, er sagt, hoffe, mein Kommentar war länger als der von Nomasch. Los, sei mutig. Sonst danke für diese qualitativ hochwertige Weiterbildung. Also, weiter so. Nomasch hat auch kommentiert. Stimmt. So. Also wir sind jetzt genau bei der Hälfte. Wollen wir jetzt vielleicht mal anrufen? Ganz kurz bitte ich Ruhe. Bin dafür. Wenn die Katze kommt rein und ich glaube, die kriegt einen riesen Schreck, wenn wir alle sind. Aber die springen wir jetzt nicht gegen Rücken. Wir rufen jetzt mal die an. Ja, wie gesagt, Aliens erwähnt, die hat uns eine Nachricht geschrieben, beziehungsweise halt mir auf der Facebook-Seite. Meinte hier, meine Telefonnummer ruft mal an. Ich würde irgendwas übelst bezahlen mit Leitungen. Aber jetzt, ja, das kann natürlich sein. Was machst du mit mir, Kalle? Umso lustiger. Ruf mal an. Hast du Lautsprecher dran? Hat die Lilly Hunger? Ich habe bei meinem Handy auch einen Lautsprecher dran, ja. Du stehst halt vor ihrem Fressen momentan. Achso, ich finde immer nichts. Wenn die nicht rangeht, ey, das wäre echt doof, du. Komm, kannst du schneiden. Angst. Ja. Guter Plan gewesen. Ey, der Plan ist gut. Konnte man nicht wissen. Ja. Wir versuchen es noch ein paar Mal. Vielleicht ruft sie zurück. Arme Katze, ey, ist der Terror hier. Ich hab mich angemeldet. Ich wollte fressen, du standst vor dem Futter. Ich hab mir jetzt dahinter gefragt. Hallo? Guten Tag, hier ist der Toll. Hallo. Okay. Habt ihr nicht gehört, die war das also. Ja, da wollte sie nicht, dass, na, das war, dass sie das, dass man das... Aber da war doch was mit... Ja. So, ja. Die Außenseite habe ich abonniert und die hatten auch mal so eine Aktion. Gebt uns eure Telefonnummer und wir rufen euch an. Geh schnell. Hallo? Ja. Hallo. Wer könnte denn hier sein? Überleg dir mal, du hast jemanden mal deine... Das ist ein echt grober Fehler. Du hast im Internet mal deine Telefonnummer verschickt. Bist du Niklas? Nee, ich bin nicht Niklas. aber wir haben Noah hier sitzen. Und Herr Rodes. Und Herr Rodes. Warte, wen habt ihr denn vor sitzen? Vielleicht kennt ihr uns überhaupt nicht. Sagt dir Kalle was? Nein. Das ist echt schlecht. Hast du die Millionärswahl verfolgt? Vielleicht haben wir die falsche Nummer. Ich bin. Ich habe meine Nummer auch weitergegeben über das Internet. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich habe viel Zeit meine Nummer gegeben. Das hat sich voll vergessen, aber nein. Wen guckst du am allerliebsten auf YouTube? Ja? Wen guckst du am allerliebsten auf YouTube? Oh mein Gott! Was geht denn ab? Ja, wir machen gerade ein Feedback-Video. Nein, Mann! Was? Was? Ja, wir auch. Warte kurz. Vielleicht denkt ihr, das ist ein Ape Crime oder so. Ja, okay. Warte, ich habe eine Frage. Ich arbeite bei einer Firma. Und diese Firma ist gerade neu in Deutschland. Hat neue Produkte in Deutschland. Alter, sie redet, als wenn sie gerade nach Deutschland liegt. Hey, was erzählst du uns gerade oder hast du das deinen Kollegen erzählt? Hä? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ja, warte, das ist das Problem, ihr nehmt gerade auf. Nein. Nee. Hey, habt ihr geraucht oder so? Was haben wir? Geraucht? Nein, wir haben nicht geraucht. Nein, du brauchst da keine Angst haben. Wenn irgendwas, wenn du jetzt uns was erzählen willst, was nicht veröffentlicht werden soll, ist das voll kein Ding. Aber wir machen gerade echt ein Feedback-Video. Also, okay, auf jeden Fall, warte, ihr seid ganz cool. Auf jeden Fall, warte, hör mir kurz zu. Ich arbeite bei einer Firma, ich zitter mega, warte. Ich arbeite bei einer Firma, die halt... Die machen, also... Also, willst du uns jetzt hier verkaufen, oder was?
Okay. Wir promoten ein Getränk über das Internet von Freunde bla und können damit Millionen machen. Ey, wir können mit YouTube auch Millionen machen. Ich bin interessiert, ich will das Getränk. Und weiter? Ja, keine Ahnung, ich denke gerade raus. Tschüss, hör mal was. Was? Maxima, was das für ein Getränk ist. Was ist denn das für ein Getränk? Leg da auf. Ja, doch, Waititi. Doch, und sie wollte uns. Wer denkst du eigentlich, dass wir sind? Denkst du, wir sind Waititi oder wer sind wir? Nein. Wer sind wir? Wer sind wir denn? Oh! Oh, so! Und was willst du uns jetzt für ein Getränk verkaufen? Mann, ich will nichts verkaufen, ich will, dass ihr mitmacht. Ja, mach mal. Ich will euch eins, also theoretisch ist darum. Ja, okay. Ich muss zugeben, das ist gerade nicht so spannend, da schreiben wir lieber drüber, okay? Was ist das für ein Getränk? Wir schreiben da mal drüber, okay? Was ist denn das für ein Getränk? Wie heißt denn das? Nee, was das ist für ein Getränk? Was ist das? Ist das Suff? Ist das Suff? Was? Ist das Suff? Alkoholisch? Das ist nicht alkoholisch, das ist ein Energy-Getränk. Aber ich kann auch sagen, dass ich kann das auch mit 12 Vitaminen, 65 Mineralien und 17.000 Anteilen. Das klingt ja äußerst erquickend. Kauft euch dieses Getränk, Leute. Das ist gut. Ey, wir haben noch kein Geld gekriegt, Junge. Ja. Stimmt, scheiße, kauf's noch nicht. Klick mal auf den Amazon-Link. Ja, wir schreiben da auf jeden Fall mal drüber über dieses wundervolle Getränk. Das klingt ja echt nach Zauberwasser. Millionen. Okay. Sonst noch was? Weil dann sonst würden wir jetzt weiter unsere Fragen beantworten. Nach Bremen. Oh. Ja, ich weiß. Wunder noch, könnten wir auch. Ob du noch mal was sagen will, was die Welt hören soll? Willst du noch irgendjemanden grüßen oder was sagen, was die ganze Welt hören soll? Boah. Ich kann da nicht so rein, warte mal, ich geh mal kurz hin. Ey, sag mal, fragst du mir, Scheiße, ich vergiss mal, was ich sagen wollte. Frag ihm, ob sie Skate mag. Nee. Fuck, was wollte ich denn sagen? Tante Axt, worum ging's denn vor Bremen? Um das Getränk, das super Zauberwasser. Ah ja, fragst du mal, ob sie uns nur jetzt die Nummer gegeben hat, damit sie uns dieses Marketing-Programm andrehen kann. Hallo? Ja, was macht ihr denn da? Wie bitte? Hallo? Wir machen gerade ein Video, in dem wir Fragen beantworten und dachten, es wäre lustig, dich mal dabei anzurufen. Okay, dann beantworte ich eure Fragen. Okay. Stell das Konzept um. Ja, das ist voll cool. Willst du jetzt der Welt noch irgendwas mitteilen, was die ganze Welt... Nein, stell eine Frage, stell das nächste Feedback-Ding. Hallo? Hä? Ja, willst du... Ich will nicht, dass mein Name genannt wird. Ja, das verpiepst dich. Ich verpiepst das die ganze Zeit. Das ist the Freestyler fragt, macht dieses Jahr wieder ein Gamescom-Video? Was meinst du? Was? Machen wir dieses Jahr wieder ein Gamescom-Video? Ey, ich hab keine Ahnung, was ich gerade sagt, weil ich verstehe kein Wort. Ja, okay. Sag dir doch einfach, dass sie so auf die Frage antworten und sag das nochmal. Okay, willst du jetzt noch irgendwas den Leuten sagen, ohne dass dein Name erwähnt wird? Nein. Okay. Hey, hi, ich bin's, Kalle, wie geht's dir? Hallo. So, pass mal auf. Pass mal auf. Warte mal, du beantwortest jetzt für uns eine Frage. Okay? Machen wir dieses Jahr wieder ein Gamescom? Also machen wir... Bitte? Oder? Ich hab gar einen Kaugummi im Mund, der ist, tut mir leid, ist ein bisschen unhöflich, aber ist kein Problem. Machen wir dieses Jahr noch ein Gamescom-Video? Ja, bestimmt. Geil. Ja! Piep hat gesprochen. Jetzt müssen wir eins machen. Danke. Hast du aufgelegt schon? Nein. Hi. Okay, wir legen jetzt auf und beantworten unsere Fragen weiter, okay? Es war echt sehr, sehr nett, wir schreiben. Ja? Ja. Cool. Cool, ich mag dich ganz doll und wir alle auch. HDGDL. ABFFL. Wir schreiben nochmal ganz schön und dann machen wir das mit dem Getränk klar. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss.
So, wundervoll. Lilly, die kriegt ja noch Panik, ey. Ich bin heute mega gestresst. Hat sie gesagt, oder? Ja, sie hat gesagt, sie kriegt den ganzen Tag. Ich gekriegt, so, das war jetzt peinlich. Nein, Piep ist echt richtig cool. Ja, nur so. Multi-Multi-Max sagt. Ich hab doch gesagt, ihr sollt Eupunks nicht mit Punks verwechseln. Eupunks sind, sind unpolitisch und grundsätzlich gegen jede Meinung, beziehungsweise haben keine, für keine Meinung. Ihr Lebensmotto das ist Ficken, Saufen, Eu, Eu, Eu. Das hab ich doch gesagt, so, oder? Ja, pass auf, er sagt dann, zu früh aufgeregt. Kalle hat das mit dem Eu ja nochmal klargestellt. Ich habe jetzt den Rest von dem Kommentar einfach mal ausgelassen. Lilly hat eine komplette Wasserschüssel in meinem Bett vergibt. Und du hast gerade... Oh, 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 Spider-Mike, jetzt musst du es dir schmecken lassen, Kalle. Nicht bös gemeint, aber lass den Kalle doch einfach das nächste Mal raus, wenn er keine Lust hat. Seine Lustlosigkeit trübt auf jeden Fall das gesamte Bild. Und der Spider-Mike ist ja auch so unglaublich ernst, meint. Der Spider-Mike ist ganz schön arisch. Also so, so und so. Aber direkt die Gegenmeinung, da Mina One, ich mag diese negative Stimmung, die von ihm ausgeht. Sehr, sehr entspannend. Kann auch daran liegen, dass mir als Kölner der scheiß Karneval auf den Sack geht. Der Damina, was? Der einen diese ätzende gute Laune aufzwingt. Der Damina. The Damina. Ja. Die Domina. Tobias Roll sagt, was muss ich schreiben, um ins nächste Nostalgia-Feedback im nächsten vorgelesen zu werden? Etwas. Vielleicht. Tschüss! So, warte, wo wir gerade beim Thema Roll sind, ich hab's ihm versprochen. Für dich, auf dich, trinke ich für dich. Machst du jetzt ein Bier nominieren? Gib mir das. Nein, ich wollte nur diesen scheiß Bier mittrinken. Das habe ich ihm gesagt, ich trinke ein scheiß Bier für dich mit. Na ja. Prost auf den Roll. Oh, ich glaube, weitergehen. Spider-Mike redet. Nominiert. Der Freestyler sagt, macht ihr dieses Jahr... Achso. Ja, machen wir. Piep hat gesagt, wir müssen eins machen. Ich finde es alles so geil und möchte Sex mit ihm haben und dabei bin ich nicht mal homosexuell. Es wird auf der Gamescom wieder actiongeladene sexuelle Belästigung geben, härter als letztes Jahr. Es wird euch gefallen. Ja. Also wir werden uns auch schon im Auto, drauf vorbereiten. Ja. Unser Testosteron, unseren Samenspiegel hoch. Diesmal komme ich definitiv mit. Diesmal mache ich die scheiß sexuelle Belästigung, echt. Ja, wir machen das. Ich werde diesmal Jungs betatschen und guck mal, wie das ankommt. Ich bin auch dabei. Wir gehen beide an den Tennis, ich weiß auch echt. Nee, wir kommen mit Tina. Das wird richtig geil, da machen wir mal hier. Wir machen dann die Robin eine Arschkrebsvorsorgeuntersuchung. Oh yeah. KPA. Kann Robin bitte mal jemand einen Terminkalender schicken, dann kriegt er auch seinen Alltag und das mit dem Postfach gebacken. Das kriege ich auch so gebacken. Bin ich dafür? Betrachte den Begriff Fans als Synonym für Leute, die euch mögen und euch zusehen und weniger die Kroppes, Groupies wahrscheinlich, die euch stalken. Wir nennen euch einfach Kroppes. Okay, unsere Kroppes. Die Kroppes. Hat unser guter Rapper nicht auch mal das Wort verwendet? Völlig falsch geschrieben. Der bekannteste Rapper Weim, was meinst du? Ja, Kroppes. Ja, die Kroppes, der wollen sich jetzt bestimmt wieder, aber liebet halt. Okay, komm, Reuter, sagt, er meint, ein Postfach kostet ca. 19 Euro einmalig. Mal schauen, also gehe ich echt die Tage mal hin. Zum Goethe zu rennen und dann Kram alle paar Wochen zu holen. Bla, mach noch einen Nachsendeauftrag für das Postfach, sind auch nur 21 Euro im Jahr. Ja, mal schauen, ne? Ja, wenn wir da echt zusammenlegen, jetzt 4-5 Mann, das ist nicht nichts. Welche? Sagt noch, welche Klamottengröße habt ihr? Schuhe, Hose, T-Shirt, Jacke, Körpergröße? So, gehen wir der Reihe nach. Kopf, Umfang, Armlänge, nur falls ich das mit dem Postfach gebacken bekomme und ihm langweilig genug ist, um uns Kostüme zu schicken. Seid Kunyasa befriedigt. Also, wenn du uns dann echt Kostüm schicken willst, dann mach dir da echt keinen Plan um die Größe. Ja, schreib vorher noch mal mit Robin. Ich nehme auch nie irgendwelche Größen, bevor ich ein Kostüm nehme. Das passt eigentlich immer. Sieht's denn da aus? Was dir passt eigentlich auch Robin. Es sei denn... Ja, wir sind ja auch alle vor allem recht gleich groß und so. Ja, übelst. Ich habe eben so ein Bogenkostüm gemerkt. Ja, du bist ja Mädchen. Ich meine, die hätte meiner Tante gepasst. Auch ein bisschen höher. Aber alle so um die 1,70, 80 in der Dreh. So. Was sind immerhin 10 Zentimeter, gell? Hatze Matze, Beschäftigung während der Arbeit, paar Idioten beim Labern zuhören. Irgendwas läuft schief. Nee, extrem falsch bei mir. Was arbeitest du? Ja, genau, es kommt auf. Ja, was arbeitest du denn? Aber ich finde das voll cool. Ich habe nicht Radio Beaker auch gehört, als ich in der Jugendherberge gearbeitet habe. Ich finde das voll entspannend. Ja, ich habe das auch im Hotel immer gehört, wenn ich geputzt habe. Ja, ich finde das eigentlich ganz geil. Bei dir läuft nichts falsch. Obwohl wir, also ich finde so über Kopfhörer zu hören, haben wir vielleicht nicht so die geilste Tonqualität dafür. The Mario Cake sagt,
hatte im vorherigen Feedback nach der Liste der USA-Trip-Orte gefragt, dass die Karte mit allen Orten zu sehen ist, ist mir klar. Ach so, ja, den hatte ich mir schon länger durchgelesen. Pass auf, Kollege, ich verspreche dir jetzt, ich schicke dir eine Nachricht. Wahrscheinlich hast du sie schon, wenn das Video hier veröffentlicht wurde. Wo ich dir mal die Seite verlinke, die dein Kollege da, wenn ich die noch finde. Die haben da so eine Seite, die soll nicht öffentlich gemacht werden. Ich kriege da keinen. Komm, damit der Nils nicht leer ausgeht, dann gibt mir eine Liebesfrage. Nee, ich finde das wichtig, dass mir Anna das gibt. Weißt du, Anna gibt jedem was, nur mir nicht. Toll. Ganz toll. Ich kriege keinen Lulli. Dir gibt's sie noch. Ich krieg keinen Lulli, weißt du? Aber noch auch. Ich wollte gerade sagen, dass ich dir immer diese Geburtstagsgeschenke gebe. Robin kriegt auch was. Danke. ich schicke dir die Seite, wo alles haarklein, da ist so Reisetagebuch quasi online. Du bist weg, die Firma unterstützt dich nicht. Die wollten das nicht öffentlich machen, beziehungsweise der Seitenbetreiber. Aber wenn ich das dir alleine schicke, geht das schon klar. So. Auf jeden Fall los. Ach, du ahnst es nicht. Ein langer Kommentar zum Thema TV gucken. Vivo Top Hits, guter Mann. Viele Teenager und junge Erwachsene brüsten sich mittlerweile damit, dass sie kein Fernsehen mehr glotzen und dass das Fernsehprogramm für ihre Ansprüche absolut zu dumm und scheiße ist. Außer natürlich irgendwelche Verdummungsbollwerk, YouTubes hinter die Binde. Oh, scheiße. Ich habe eine Zeit übersprungen. Dokumentationen sind sehenswert. Im Gegenzug sich jedoch das totale Verdummungsbollwerk YouTubes hinter die Binde geben. Zum Beispiel Simon Desue, Julians Blog, Elotrix, Lion TV, Nostrafo TV, Spaß. die oftmals Werte vermitteln und Inhalte bieten, die ziemlich fragwürdig sind. Außerdem wird ständig WhatsAppt, gezockt und anderes sinnloses Zeug im Internet betrieben. Sinnlos zocken! Meine Frage, ist der Schnitt weg vom TV und zum Internet nicht ein Schritt hin zur absoluten Verdummung der Teenies, da ganz sicher von dem Hauptstrom der jungen Leute, die Fernsehen boykottieren, kaum einer sich im Internet Dokus reinzieht? Ja toll, das ist das. Wenn die Tendenz zur Verdummung... Ich finde es immer noch nur so lustig, wenn sich jemand krass fühlt, weil er kein TV mehr guckt, aber das dafür irgendwelchen Scheiß im Internet betreibt. Wenn die Tendenz zur Verdummung da ist, dann kriegt man die ja egal, ob TV oder Fernsehen. Ja. Außerdem finde ich dieses mit dem Julians Blog ist so eine Sache, weil je nachdem, wie man ihn versteht, macht er eigentlich ziemlich gute Inhalte und bringt auch ziemlich gute Themen. Man merkt ja auch, dass er in den letzten Monaten sein Image In den letzten Monaten ging es wieder besser. Ging's noch mal aber besser. Er will halt sein Image verbessern. Das macht er nicht, weil er Bock hat. Aber schon länger. Ich meine, zum Beispiel so, was war das, wo ja, Julians Blog, also jetzt nochmal... Aber es war eigentlich schon immer so, dass immer eine Botschaft dahinter steckte, die von vielen, wenn es da falsch interpretiert wurde, überhaupt nicht interpretiert wurde. Also wenn er jetzt... Ich meine, die Sache mit den Totgeburten bewerten von wegen... Ja, das war doch noch der Hate-Blog, oder? Das war Hate-Blog noch. Und selbst der hatte Inhalt, guten Inhalt, gute Aussagen, meistens. Also die Verdummung, finde ich, hat natürlich ganz viel mit dem Elternhaus zu tun. Ich gucke auch gern so Assi-TV und so, aber ich bin halt aber trotzdem nicht dumm. Wenn man diese Tendenz hat, dann ist es ja egal, ob man Fernsehen schaut oder Internet. Also ich wollte... Genau, wenn du guckst, kannst du den Scheiß angucken, es tut dir ja keinen Abruf. Wenn du eh total dämlich bist, deine Eltern total dämlich sind, dann guckst du dann dämliche Scheiße an, bist du klar verdummt. Also es ist egal, welches Verdummungsmedium du nimmst, es kommt ja nicht drauf das Medium an, sondern auf aber den Menschen kommt es an. Ja, genau. Oder auf den Inhalt. Aber, also was er jetzt ganz auslässt, weil der Vorteil vom Internet ist ja, dass du jederzeit genau das guckst, was du gucken willst. Genau. Im Fernsehen lässt du dich halt mehr berieseln. Dann guckst du, wenn Werbung zum Beispiel gerade läuft, schaltest du irgendwo hin. Wenn du aber jetzt ein YouTube-Video guckst, guckst du das von Anfang bis Ende durch und gut ist. Und dann guckst du dir vielleicht das nächste an. Wenn aber du guckst gerade, was weiß ich, Frauentausch oder so, dann ist da Werbung, klickst du rum und guckst dann 10 Minuten DSDS, obwohl du es eigentlich gar nicht gucken würdest, wenn du die Wahl hättest. Ja, ich gucke mir bewusst mitten im Leben Frauentausch an, wenn ich hier echt einfach nur chille. Und dann abends, wenn ich nicht pennen kann, dann ziehe ich mir die ganzen Dokumentationen rein, weil ich da echt Bock drauf habe. Aber ich mag genauso diesen scheiß, dummen, schlechten Schauspielerkack. Das ist mega belustigend. Ja, meine Mutter auch, also das liebe ich. Scheiß anzugucken. Robin geht dann immer raus, weil er Fremdschämen und so. Fremdschämen vor allem. Ich weiß, du hast keinen Bock drauf. Nein, ich habe einfach nur... Das Problem ist halt, ich gucke mir das auch eine Stunde lang an, aber danach tut das einfach nur weh, wenn... Ach, halt die Schauspieler sind halt echt so geil. Das ist halt echt so geil. Das ist so geil. Es tut weh. Ja. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man es gut finden kann und dadurch will ich auch nicht, dass es unterstützt wird und dadurch prangere ich das auch ein bisschen an. Ich finde das aber eigentlich... Aber eigentlich kann ja auch jeder machen, was er will. Eigentlich finde ich die Schauspielleistung, die gut sein will, noch schlimmer als diese. Also dieses... Ich find's bei deinen Filmen geht's ja noch, ja. Aber so. Nein, ich meine jetzt nicht speziell ihn, sondern auch die anderen so. Aber das alles, was. Also ich habe echt wenig deutsche Filme gesehen, wo ich sage, das ist gut, weißt du? Das ist echt gut, weil.
alles, gerade dieses Ding, was ich gesagt habe, dass die das alles immer so betont, das habt ihr zum Beispiel, was mir nicht gefällt. Was keiner sagen würde, erst recht nicht in Erfurt. Wir müssen doch etwas unternehmen. So spricht halt keiner. Und dadurch wirkt dieses ganze Schauspiel halt total künstlich. Das habe ich so, was mich da dran stört. Ja, das ist halt wirklich, die gucken halt ja wirklich auf der Straße durch. Der sieht gut aus, der sieht speziell aus, der nehmen wir, egal was der kann. Und da kommt halt immer so eine geile Scheiße bei raus. Ja, das ist aber mega witzig. Das will halt auch gar nicht gut sein. Deswegen tut genau. Mir gar nicht so weh. Na gut, im Fernsehen bist du auch nochmal eingeschränkt mit der Sprache, die du hast. Ne? Ja. Also im Detail kannst du ja sprechen, wie du willst. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, also so deutsche TV-Filme, Serien, also es sind in der Regel sehr schlecht, ja. Nennt mir mal einen richtig guten deutschen Film. Also klar gibt's auch, aber nicht so viele. Nenn mir mal einen guten. Nenn mir 10. Ja, ich kenne das. Ich. Gibt ein paar. Mir würde jetzt spontan echt keiner einfallen. Also, es gibt schöne Märchen, die deutsch nachgemacht wurden, ja. Es gibt so eine deutsche Version. Der Untergang. Es gibt so eine deutsche Version von American History X, also sehr ähnlich. Combat 16, glaube ich, war das. Mhm. Der war auch ziemlich gut, fand ich. Den fand ich auch mal Führer X. Den habe ich auch gesehen. Führer X, stimmt, Führer X gab es auch noch. Mhm. Vielleicht meinte ich auch den. Es gibt schon eine Reihe. Ja, aber ne? Absolut. Also klar, es gibt auch aus Amerika viel Bullshit, aber den kriegst du halt nicht so mit. Und wenn du jetzt hier in Deutschland einen Fernseher anschaltest, siehst du halt dann Tatort oder. Und Tatort ist teilweise echt billig. Weißt du? Das musst du dir mal überlegen. Ja, aber guck mal. Wir haben halt Tatort und die Briten zum Beispiel haben sowas wie Sherlock, was einfach mal kein Vergleich ist. Komm, Lili. So. Komm. Ja, die deutsche Filmindustrie ist ja auch so kein Vergleich. So. Ja, aber ist doch scheiße. Ist ja, ich meine, wir können eigentlich theoretischerweise, wäre die deutsche Filmindustrie nicht mal halb so erfolgreich, wenn das Dritte Reich Ding nicht gewesen wäre. Guck dir mal an, wie viele Schauspieler hier so Inglourious Basterds oder. Ja. Alles, Alter. Wie viele. Weißt du, was kackt der jetzt? Vielleicht musst du auch spucken, der hat was echt Ekliges gemacht. Was hat der gemacht? Selbstgemachtes Bier getrunken. Jens, musst du spucken? Phantom Zero, aus irgendeinem Grund wurden draußen folgende drei Fragen in den Kommentaren bis in den Videos nicht angezeigt. Warum habt ihr nicht die FDP gewählt? Wer sagt denn, dass wir das nicht gemacht haben? Das kam irgendwie anscheinend. Oder weil da bei dir in deinem Zimmer dieses tolle Plakat hing, ironischerweise. Also, ich weiß nicht, das haben mir Punks geschenkt, die das von Straßen gewählt, damit die Partei ihren Gag hier machen kann. Also hier, die Partei. Mhm. Von wegen, hey, wir ziehen jetzt hier ein ins FDP. Ach, voll doof, die gab's hier voll nicht. Spart man bei Großpackungen wirklich Geld? Keine Ahnung. Ja, unterschiedlich. Ja, das ist doch die geilste Frage überhaupt. Ja, die Scheiße ist gerade, wenn du alleine wohnst, vergammelt die Hälfte. Also lohnt sich nicht. Wie schaut's jetzt aus mit Anfang März? Das weißt du doch schon. Ja, ist alles wunderschön. Kommst du her? Das ist hier Phantom Zero und so. Jo. Ja, du kriegst wieder den Platz, du darfst wieder hier schlafen. Iggy Gaming sagt, er versteht mich vollkommen. Ich will auch unbedingt mal nach Japan. Die Kultur erleben und das alles. So, den W. Wenn ihr Band of Brothers feiert, dann seht euch The Pacific an. Auch von HBO und spielt über den Pazifikkrieg gegen Japan. Ich finde, die Dramatik des Krieges wird besser dargestellt und auch der menschliche Aspekt wird besser berücksichtigt. Naja, gerade bei Band of Brothers mochte ich halt die ganzen Charaktere, auch die Schauspieler fand ich halt echt geil. Also ich da hat sie trotzdem schon so eine Lobeshymne. Ach, das war wirklich. Oh, also der eine, der ist so hübsch. Nicht mal hübsch, aber der hat das so gut gemacht. Die waren alle so geil. Das hat so laut. Das Video hast du fertig gemacht? Hast du gespuckt? Das Video hast du fertig gemacht? Nee. Wo warst denn du? Irgendwer hat deinen Computer ausgeschaltet oder den Schalter. Ja, warum warst du jetzt drüben? Hast du drüben gekackt oder was? Ja. Hä, warum nicht? Alter! Ich war nicht kacken, Alter. Was war Jens spucken? Peinlich. Oh, peinlich. Ja. Warum warst du jetzt drüben? Sehen das mal bitte jetzt. Du hast mal erklären, warum er drüben war. Nee, das ist mir jetzt peinlich. Ja, was ist denn passiert? War der einfach aus? Denn das ist aus. Also der Schalter unten unter dem Tisch. Ihr seht doch offensichtlich, dass der Mann nicht darüber reden will. Ihr wollt das alles klären, ey. Nee, nicht offensichtlich. Das ist jetzt Fernsehen halt nur so alles. Frag mal, Tommy, dich. German Tourbild. Aus, ja. Wenn einer was zu essen kriegt, hat sie wieder gute Laune. Mit ihr reden. Wenn es mal Krach gibt, weiß Robin, was zu tun ist. Das weiß ich tatsächlich. Oh, jetzt aber. Kommentator Cosades sagt, wie findet ihr Elektroswing? Und der Kerl hat schon mitgekriegt, dass ich im Hintergrund von dem einen Video die Playlist von ihm gehört habe. Elektroswing. Ja. Das ist auch von Waititi. Nein, Alter, das ist eine Musikrichtung. Nein, das ist von Kong und Sarazza. Elektroswing. Genau, das ist doch von Kong und Sarazza. Ja, das. Nee, fand ich auch vorher schon ganz sexy. Aber die Liste, die ist aber auch echt geil, diese 2,5 Stunden, da ist echt fast nur geiler Scheiß dabei. Echt, danke, guter Mann. Welchen Musiker findet ihr am besten, der sich auf Games bezieht?
zum Beispiel Jan Hegenberg, Miracle of Sound, Rockstar, Lindsay Stirling etc. Herodes zählt natürlich nicht. Doch, der zählt. Lindsay Stirling ist gut, aber Herodes ist besser. Ja. Ich bin noch im Kommen, Leute. Lindsay Stirling ist echt cool, ja. Ich muss mir noch einen Namen machen. Du bist der Einzige, den ich von denen kenne. Ja, du findest Lindsay Stirling am besten. Ich kenne eigentlich nur Jan Hegenberg. Du sagst wahrscheinlich... Marvin. Zählen so Leute wie Brendel Floss auch? Okay. Klar. Was für ein Ding? Brendel Floss ist nämlich den wahrscheinlich. Hey, ja, gibt's auch hier. Ach nee, das war Boss. Nee, war es nochmal was anderes. Ach, scheiße. Ja. Nintendo Hymen Rhapsodies. Kannst du mir immer wieder anhören. Ja. Ich hab alles. Da weiß ich jetzt gar nicht. Komm, das ist der neuesten. Ja, auch nicht mehr so neu, aber. Oh, jetzt kommt nämlich der kritische Kommentar, bitte. Von dem Kollegen, der ein paar Wochen nicht geschrieben hatte, nämlich Sustainable, wenn er denn so ausgesprochen wird. Ich weiß es bis heute nicht. Mal so anmerken, dass ich nicht tot bin. Ich habe jetzt mal etwas ernstere Kritik. Erstens zum SpongeBob-Video. Ich fand das irgendwie nicht so geil. Es war irgendwie unkreativ und teilweise unlustig. Es fehlt vor allem eine Portion Herodeshaftigkeit. Genau. Ich vermute, er meint mit der Herodeshaftigkeit dieses... dazu wollte ich mich sagen, wir haben ja verschiedene Konzepte in den Videos. Mal spielen wir ja den Leuten wirklich Streiche und mal machen wir uns halt selbst völlig zum Nappel. Und mit Herodeskraftigkeit meint er wahrscheinlich in diese Fremdschämen-Situation. Ja, kannst du ja nochmal erklären, was du mit Herodeshaftigkeit... Ich denke halt immer an diesen Clip von Pokémon, Rocco. Dieses offensichtlich Dumme. Ja? Das ist so geil. Aber in anderen Rollen, also zum Beispiel bei Dragon Ball ist es auch dieses offensichtlich Dumme. So, aber bei anderen Sachen, wie zum Beispiel bei, was weiß ich... SpongeBob? Nee, beim Kellner. Na, beim SpongeBob finde ich gar nicht so, das ist auch schon ein bisschen lächerlich. Aber beim Kellner oder so, da nehme ich halt die Rolle komplett ernst, aber sie ist halt... Also ich mache es nicht auf lächerlich, sondern nehme es total ernst und verarsche halt die Leute. Ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Konzept und wir können halt nicht immer nur das Gleiche machen, das ist ja auch öde. Ja, ich denke auch, das ist einfach nur so eine Kritik wie, weißt du... Mir hat dieser Song von diesem Künstler auf diesem Album nicht gefallen. So. Songs war einer halt nicht so cool. Jo. Kannst du ja noch mal ein bisschen mehr, dass er der Herodes-Teil ausfüllt. Also, das bei jedem Video, jeden. Ja, das ist jetzt halt nur insofern interessant, dass es jemand anderem hier offensichtlich auch nicht gefallen hat. Also, wäre echt immer interessant, das auszuführen. Ja, das sind zwei Leute. Also. Ja, ich wollte gerade sagen, das Video hat so gute Bewertungen. Ja, das hat echt ja bei mir merke ich zum Beispiel, SpongeBob finde ich total geil und dieses Traffic Maestro, das finde ich total öde. Das finden viele übelst geil. Ich finde das so öde. Da ist nur das Einzige, es ist halt immer wieder das Gleiche, aber die Grundidee dahinter finde ich total geil. Ja, aber das hat mich, fand ich null lustig, so auch den Kellner, was viele total geil finden, das war einfach nicht mein Ding, es war halt nicht mein Kellner. Ding. Kellner, ich weiß es nicht, witzig, sehr guter Mann, Noah Nils, Norki, Nico, wie auch immer er heißt, war ich weiß nicht. Das Ding, was ich immer da echt zweitens, es geht noch weiter, achso, nee, doch. Zum Feedback, ich finde, dass ihr immer nur Leute zusammensetzen solltet, die da Bock drauf haben. Egal ob Kalles lässige, ich höre nicht zu, weil Hitlerart gespielt ist. Ich hatte diesmal einfach nicht so viel Spaß. Wie heißt der Mann? Sustainable. Deswegen sind wir heute so viele, damit wir nicht mehr so viel. Sustainable, du fandest auch das SpongeBob-Video scheiße und das fand ich geil. Also haben wir einfach verschiedene Sachen. Viel Spaß. Und sollen wir das ernst nehmen? Selbst wenn Tina nicht gerade mal redet, freut sie sich. Guck doch mal, das wunderschöne Lächeln und wie sie da lutscht. Kannst du dir ein bisschen Titte zeigen? Das kann man auch. Einmal bitte jetzt mal. So. Einmal der Mann ist aber nicht fertig. Er ist noch 10 Minuten. Nein, ja, 5 Minuten nach hinten. Ja, passt. Um real zu bleiben, muss ja auch eine an Geschmacksverlust grenzende Frage kommen. Okay. Die das Niveau eines Schwiegertochter gesucht Schauspielers hat. Nehmen wir mal an, dass in der Familie Herodes Inzest betrieben wird. Welches Geschlecht würde die Missgeburt aus Herodes und Tanna haben? Wie würden sie es, würde sie er es aussehen? So wie du. Wie würde er sie es heißen und in welchem Grad wäre er sie es behindert? Ja doch, meine Antwort trifft auf alles zu. Nee, also Fakt ist, der Name, wenn es jetzt wirklich ein Inzestkind zwischen mir und Herodes geben würde. Wie heißt er? Sustainable. Nein, dann fände ich schon in dem Fall wirklich Fürchte Gott am besten. Doch, ja. Da würde es gut passen, Fürchte Gott. Ja. Weil ich glaube, es würde schon, und ich glaube, eine Mischung aus mir Herodes wären dann lange, sehr lockige Haare und ein echt merkwürdiger Körper. Aber welches Geschlecht? Keine Ahnung. Tatsächlich. Eine Penismuschi. Wahrscheinlich. Arschkrebs. Nein, ein Ladyboy. Ein Ladyboy. Robin, verlinkt mal das Video von der Geschlechtsumwandlung. Das, was man sieht, wenn es gerade zwischen den Geschlechtern ist.
Wenn das alles so offen ist und fleischig. Schmeckt das nicht. Ja klar, verlinkst du das nicht. Nenn's einfach ein. Ohne Vorwarnung, irgendwann im Video. Also zuerst wird werden ja einige heute getrennt, da wird es offen gelegt und so sieht das Geschlecht aus. Das nehme ist ich echt krass. Also solange es aber wir würden unser Kind lieben. Solange es im medizinischen Kontext ist, darfst du auf YouTube echt alles hochladen. Das ist so krass, was du da teilweise siehst. Und dann müssen wir uns halt jetzt Brillen aufsetzen und weiße Kittel anziehen, dann kommt das übel seriös. Ja, dann können wir hier Pornos hochladen. Dann zeig ich meine Brüste in die Kamera. Ja, ich zeig euch jetzt, wie Geschlechtsverkehr geht. Ihr müsst jetzt also hier und so. Ich mach dein Bili und Robin erklärt meine Rosette. Bitte. Was ist dein Bili? Das kennt doch keiner, was Bili ist. Bili ist, wenn man lachen kann und sagt, Mama, abwischen. Das ist Bili. Wieso denn nur Bili? Hat deine Mama immer gesagt. Die hat auch immer gesagt, Mumba. Bili? Kennst du Bili? Jeder kennt Bili. Nee, Bili ist bei mir zweisprachiger Unterricht. Ja. Hä, hey, echt? Bilingual. Alter, wir haben Unterricht gemacht, das heißt Bili. Aha, Bili. Jetzt geil. Ja, und ja, Bili hat damals Fell Herodes sogar gemacht. Ja, ja, ich war voll geschockt. Ja, ich war auch nicht schockiert. Ja, ja. War der Kacki an deinem Bili oder ja, was? Ja. Du sollst das wegmachen. Mutti war nicht zu Hause. Und das erste Mal kam er zu mir an. Anne, ich hab gemacht. Und ich war halt mega schockiert, weil noch jemand seine Rosette ins Gesicht gehalten hat. Und ich stand halt echt da und wir warten, bis Mama kommt. Wir warten einfach, nein, jetzt geht's denn. Und dann musste ich halt da in seine Bili-Rosette. Nee, Bili machen jetzt immer noch Künstler. Selbst mit. Hä, was? Nein, die ganzen Musiker machen das doch in letzter Zeit. Ach stimmt, ach, ja, die machen Bili-Tänze. Twerking, meinte ich. Twerking, ja. Der Bili-Tanz. Und sonst so, ich weiß ja nicht, was man hier so dagegen sagt, was ihr nicht sagt. Sagt man bei euch, man wird Ramdösch? Was? Ramdösch? Sagt meine Mutter auch. Was ist mit Norm? Kennst du Norm? Wo kommst du her? Und Hundehasen? Ich komme aus dem Messen. Ach du Scheiße. Was mit Hundehasen? Hundehasen? Was mit Munchikiebchen? Wenn du zu viel Geld aus dem Fenster rauswirfst, dann Hunde hast du. Oder wenn du den Brot nicht los nicht. Was ist Munchikiebchen? Was mit Munchikiebchen? Nor heißt ja bei uns übrigens. Ne? Okay. Munchikiebchen. Munchikiebchen, genau. Was ist Munchikiebchen? Nee. Nicht? Marienkäfer. Dann liegst du auf der Plauze, wenn du krank wirst. Kennst du Bimbo? Bimbo, ja. Kennst du Bimbo? Nee. Bimbo. Der Löwenzahn. Kenn ich auch nicht. Bimbo. Alter, wer kennt den Bimbo? Die Sendung von Bimbo. Ich kenn den. Oder hier, da liegt der Depsch auf dem Boden. Doch Depsch. Ja, das ist ja nur eine komische Betonung. Hemmene. Nee, aber sowas wie Depsch. Depsch und Hemmene. Also Depsch sind zwei Sachen. Hemmene sind zwei verschiedene Sachen. Bimbo. Nach Hause und Hemd gehen. Genau, nach Hause und Hemd. Wo ich gehe Hemmene und ich trage Hemmene. Aus Ostwestfalen, das ist in der Nähe von Bielefeld da. Also da, wo ich wohne. Bielefeld. Also das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Nee. Ist das schön? Das gibt's ja nicht. Also doch. Ja. Weiter mit der nächsten Frage. Domina sagt, ich gehöre zu den am Ende erwähnten 7%. Das war übrigens nur geschätzt, aber es ist auf jeden Fall 100%, wer das alles anguckt. Ist das jetzt irgendein Titel, mit dem ich mich als Premium Nosferatu-Gucker betiteln darf? Nein. Nein. Aber ich sag echt mal so, die Nosferatu-Abonnenten sind schon Elite. Nee, ja, oh, danke. Nee, danke. Gerade die. Ach, du guckst den Scheiß. Also wirklich. Was machst du mit deiner Zeit? Es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Kanal zu abonnieren, aber die Kommentare unter den Videos machen den Kanal echt grandios. Das macht Spaß. Das Lesen macht echt Spaß. Ich glaube, du hast immer gelobt für Kommentare. Ich habe einmal kommentiert, ich weiß nicht mehr. Wer bist du? Im Metal Freak. Doch, klar. Einmal habe ich da kommentiert. Es gibt mehrere. Was hast du da kommentiert? Das weiß ich doch nicht mehr. Das war vor Jahren. Ich habe gelobt. Vor Monaten. Und was war denn das? Aber stimmt, wenn er so ein Video kommt und nochmal schon im Phantom Zero total durchdreht, ist das Video echt unterhaltsamer. Ja. Ja. Oh, Thema warm gesessen, schön. Nee, wirklich. Ja. Du, da war ich schon stolz drauf. Die anderen Abonnenten sind natürlich auch alle gleich cool, ja. Ja, aber ich sag ja nur, die Forza-Abonnenten machen den Kanal echt lustig. Durch die also Kommentare. Für uns gerade, das ist dann für uns die Comedy, die zurückkommt. Weil unsere Videos sind einfach nicht lustig auf dem Kanal. Wir können darüber nicht mehr lachen. Und kein Konzept haben, ja. Ja. Weil wenn man sich da so ein Video macht, wo man eigentlich total dämlich ist, wie zum Beispiel, als ich so traurig war, dass mein Herodes-Talk keine Klicks kriegt und darauf die Reaktion dann. Aber ich meine, die verdienen ja damit null Geld. Und wenn ich mich dann aufrege, dass ich total verarme, weil das keiner guckt und das dann auch noch manche Leute ernst zu nehmen scheinen. Also mein Favorit ist das Video über Tierschutz-T-Shirts. Das ist übelst geil, weil es geht, um was ging es damals wirklich? Tierschutz. Und alle haben T-Shirts rausgehört. Das war einfach so geil. Und selbst ich dachte, nicht über T-Shirts. Das war richtig sinnfrei. Ja, lass uns mal über T-Shirts reden. Übrigens, letztens ist irgendwo eine Grafik gestorben. Ja, da war irgendwas, ja.
Das war vielleicht eine Spinne. Leg mir am Arsch, Alter. Ist nicht das Tina. Oh, diese Scheißreaktion habe ich gehofft, Mann. Tina, ey, hier ist es eigentlich. Da ist irgendwas von oben runtergefallen. Schwul mal ja, zurück. Und ich weiß, Kindsglück fragt vor 5 Tagen, wie gefiel euch Breaking Bad und vor allem das Ende? Tina, welche Situation fand ihr in der kompletten Serie am besten und warum? Breaking Bad? Ja, hat das jetzt. Die, welche? An dir wollen wir jetzt spoilern, oder? Ich hab gesehen. Ja, ich hab's noch nicht gesehen. Das Ende war. Und er auch nicht. Das Ende war ich. Ich fand das Ende ziemlich gut. Also, das. Dann reden wir halt allgemein drüber, ohne was zu sagen. So. Also, ich fand das Ende, oft ist es ja bei Serienfinalen so, dass es echt immer übers Ende aufgeregt wird, egal wie es ausgeht. So. Ich fand bei Breaking Bad das Ende fand ich echt ziemlich gut. So. Auch wenn es ein bisschen vorhersehbar war, aber ansonsten ja. So. Also ich fand, man hätte noch ein bisschen zeigen können, wie weiterging so mit Jesse. Ja. Nein, ich fand es nicht hundertprozentig befriedigend. Es war dann so urplötzlich so ein bisschen sehr badass. Mit der einen Sache, die dann passiert ist. Ja. Das, das hat irgendwie nicht ganz reingepasst, aber also es war schon, cool. Das war aber schon. Ja, doch, ja. Also doch schon. Aber es war halt so ein bisschen, er hätte das niemals so planen können, weißt du, dass es klappt. So. Ja, das schon. Ja, so. Aber, das aber es, hat mich schon, befriedigt, das Ende. Und die krasseste Szene ist, als Walter mit der Freundin von Jesse interagiert. Die hat mich am meisten mitgenommen. Auf jeden Fall, fand ich aber auch richtig. Die haben schön interagiert miteinander. Ja, das fand ich auch ziemlich krass. Ja. Ich vergesse das eh wieder, falls ihr das jemals. Ich fand die beste, also die actionreichste Szene war wirklich diese eine mit dem mit den Zwillingen. Ja, auf jeden Fall. Die waren so gut. Die beiden Mexikaner. Ich hab mir die so oft angesehen. Ja. Ja, ja. Allgemein so die ganze Mexikaner-Szenerie da. Die hat das so gut gespielt. Die mit dem Kartell, das ist echt. Oh, das war auch. Und wenn wir jetzt hier nochmal beim Thema Breaking Bad sind, muss ich nochmal ganz kurz auf den Roll, weil der und seine Freundin Arnika, die sind halt mega Fans und nochmal, die sind wirklich mega Fans von dem Scheiß. Der Walter Eisenberg. Ja, in 2 Minuten müsstest du dann. In einer Minute. Okay. Muss ich denn da wirklich hin, Mann? Ja, leider. Sagt du, dass ich verlaufen bist, wirklich. Nein, ich in irgendeiner Bude fest bei irgendeiner alten. Genau. Die Frage ist ja, also du bist ja du musst morgen nicht in eine Arbeit schreiben oder so. Nee, doch, aber doch eigentlich Schule, schon. Alter. Ja, aber weißt eigentlich du, musst du sogar eine Arbeit schreiben. Ich muss wirklich eine Arbeit schreiben. Nein, weil er hat halt 9 nochmal Zeit, weißt du? Wir können jetzt auch Pause machen. Nee, ich kann auch. Das ist Wirtschaftsgeografie, also es geht. Aber hallo, es gibt was umsonst, warum? Ah, okay, was gibt's umsonst? Weißt du, weil wir können jetzt pausieren und dann noch ein bisschen weitermachen. Halt. Ist halt, aber nicht Feedback, was anderes. Was? Was cool aus. Naja, wir sind auch nicht. Ja, aber wenn wir jetzt Pause machen, dann bin ich echt voll. Also. Ist okay. Ist egal. Okay, da tanze ich ein bisschen. Okay, du kannst ja so lange lernen, wenn du willst. Oder du machst jetzt hier Sachen erraten. Du schreibst auch eine Arbeit. Oh, Sachen erraten wäre echt cool. Ich schreibe Kunst, Alter. Abi, letzte Klausur. Sachen erraten, die irgendwie mein also wir machen auf jeden Fall jetzt mal kurz Pause, Leute. Wir machen das schon. Und? Sehr schön, erster Eindruck. Nein. Das ist schön. Kelzenink sagt, ich mag es nicht zu sehen, wie Mädels eine Flasche Bier so eben mit einem Feuerzeug aufmachen, weil ich es nie schaffen werde. Mach mal eine Flasche Bier mit einem Feuerzeug. Geht es wirklich weiter, also? Ja, es geht schon. Was machst du denn gerade eigentlich aus, wenn der Gegner aufsteht? Geh mit mir Feuerzeug in dir. Ich hab's auch nicht ab. Dieses Feedback ist scheiße. Aber ich glaube, es wird unterhaltsamer als alle anderen. Sau motiviert. NCM war der Schmetterling, weißt du? Das wird schon wieder was. Weißt du, was ich meine? Ja, mach mal auf jetzt. Hier, weißt du, du musst es hier richtig festhalten. Ganz weit oben, dann musst du hier dich reinklemmen. Über dein. Du verdeckst es gerade. Ich meine nur, hier über dem Zeigefinger musst du das Feuerzeug reinklemmen. Ja? Nein, und dann nur noch hebeln. Das ist relativ easy. Schiller. Nein, alles. Oh, der Mann. Wie ein Mann. Und meine einer Blameception, ne? Das mit dem Blamen. Seit wir gesagt haben. Aber das nächste ist schon ganz gut, weil der. Nee, das wollte ich noch kurz anmerken. Seit wir nämlich gesagt haben, es wird keine geblamed, werden viel öfter Leute geblamed. Das ist ziemlich geil, gell? So. What? So. Ey, wir sind so da. Du darfst eine halbe und drei vor der Stunde. Also gib mir was, irgendwo wo das drauf ist und zeig mir was Lied weg. Gummibär 27, ABC. Das heißt Ruby, ABC. Jetzt habe ich extra ABC gesagt. ABC. Ey, Jens. Ey, geh mal. Check mal den Brust aus. Geh mal nach Hause. Hab ich was verpasst oder was soll das Ganze mit dem Playmen und so? Falsches Lied.
Layout heißt mit P. Mit B. Es ging damit los, dass die beiden Jungs irgendwie um die Ecke kamen und meinten, plötzlich der Regisseur wird nicht geblamed und der Regisseur wird nicht geblamed und der Regisseur wird nicht geblamed. Bitte erläutert das mal. Ich wollte von Anfang an eigentlich fragen, was das zu bedeuten hat. Goethe war der Kokon, Schiller war die Raupe und MCM ist der Schmetterling. Oh, ist das schön. Zuerst kommt die Raupe, dann der Kokon. Das habe ich schon gesagt. Raupki, Safgons Mitbo, Mann. Ganz einfach. Seid so durch. Hallo Markus Klein, ich schaue mir nur ab und zu eure Videos an, aber dafür schaue ich mir genauso oft auch diese Feedback-Videos an, gut, was eigentlich gar keinen Sinn macht, geil. Wenn ich jetzt nicht so der absolute Fan bin. Macht aber irgendwie echt Laune, euch beim Flamen zuzuschauen. Dürft es aber nicht zu weit kommen lassen. Es kommt mir so vor, dass ihr das, es kommt, scheiße... Es kommt mir so vor, dass ihr das, es kommt zumindest so rüber, manchmal zu persönlich nimmt und jede Sekunde der andere austicken könnte und keinen Bock mehr auf alles hat. Und zum Schluss hätte Robin das echt nicht mehr ausplaudern müssen, die Sache, wie die Beziehungen jetzt stehen auf Englisch. Das habe ich nicht gerafft. Das stimmt voll gar nicht, weil das, was ich gesagt habe, hat es eigentlich noch incestuider gemacht. Deswegen wollte ich das nämlich sagen. Ja, wir haben manchmal Tage, da blamen wir uns einfach gerne gegenseitig. Nee, das ist scheiße, echt. Leute, blamt mich mal bitte, Alter. Jendrik, oh Mann, Alter! Bleib ganz ruhig. Der kann uns toppen, ja? Blame dich jetzt, Junge. Und dann noch eine Sache. Wie lange habt ihr bitteschön auf Japan rumgehackt? Ja? Hä? Gehackt haben wir gar nicht, es wurde gefragt, dass in Japan so toll sei. Hahaha. Ha, ha. Genau. Naja, freue mich schon aufs nächste Video, auch wenn ich mir wahrscheinlich erst ein paar Feedback-Videos geben werde, bevor ich mir mal wieder eure normalen Videos im Durchlauf gebe. So, Spider-Mike. Würdet ihr euch von einem Vampir beißen lassen? Allgemein bekannte Vorteile sind... Übermenschliche Power, fast nicht zu töten, ewiges Leben ohne zu altern, Blut regeneriert, Wunden und so weiter. Nachteile, Tageslicht verbrennt euch, regelmäßig Blut trinken, Aussehen würde sich nicht verändern. Nee, ich bin dagegen. Nee, danke, das war Mike. Scheiß dir. Ruby ABC. Ja, ist gerade voll die falsche Runde dafür, aber dieses ewige Leben-Ding finde ich sowieso generell echt abtörend. Ja. Habe ich neulich mal auf Twitter gepostet, ja. Weil, wenn man sich mal dieses Szenario vorstellt, ja, wie mir jetzt dieses ganze Miley Cyrus und Justin Bieber, dieses ganze. Ja, man hört ja echt jedes Jahr dieselbe Scheiße. Überleg dir das mal, du bist unsterblich. Du hast 10.000 Jahre dieselbe Scheiße, ja. Immer und immer wieder dieses, Justin Bieber, Skandal. Skandal! Im Sperrbezirk, Skandal! Im Sperrbezirk, Skandal! Skandal um Noster! Bravo TV. Chaos Seduction, das ist dein süßer Björn. Übrigens. Very important, einfach Spam den TikTok-Kommentar. Warte, ich bin noch nicht dahinter gekommen. Björn aus Berlin, Mann. Ist das der aus Lüneberger? Björn Termino. Ja. Aus Lüneberger. Nein, der andere. Björn, hi. Naja, klar. Da ihr ja bemängelt habt. Da ihr ja bemängelt habt, dass ich noch nie einen Kommentar schrieb, nun hier meine Entjungferung. Könnt ihr unterschreiben, dass die Seabase der beste Nerdschuppen in ganz whole fucking Germany ist? Ja. Was ist das? Den wir kennen. Also, ich kenne den nur den. Also, aber es war geil, es war richtig geil. Ja, du warst wieder dabei. Ja, jetzt geh mit deinem Plan. Also, da ich nicht alle kenne, sag ich mal, kann ich noch nicht zustimmen. Ja, aber bisher die besten, die ich kenne. Auf jeden Fall. War richtig geil. War ein geiler Tipp. Auch, für welchen Zelda-Teil wird der rotes Loch geben? Für den neuen für Wii U, oder? Zur Tür. Der ist noch nicht angekündigt worden. Nee, aber welcher alten? Vielleicht nicht, dass die Xbox aufgeht. Hey, noch ist er doch gar nicht drauf. Achso, du redest hier von Hyrule Warriors, der zählt. Mein Englisch. Warrior. Warriors. Wii Wii. Naja, ich meine, der noch nicht angekündigt ist. Der für die Wii U, der vollwertige Zelda-Teil. Ach, so lange kommt. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, hör mal, der Wobbios ist ja nur. Wobbios. Text im Level. Achso, auch so. Komm mit in die wilde Welt, dann denkst du, wo ich komme. Naja, also der ist schon mal cool, den hol ich mir auch, aber dafür würde ich gehen. Der für 3DS, der ist heftig. Der ist richtig gut, ja. Den hab ich jetzt nochmal neu angefangen. Aber gefällt er dir? Ja, ich hab ja nochmal neu angefangen. Link Between Worlds. Wer ist? Aber für welchen alten Teil würdest du denn noch gehen? Na, Twilight Princess. Echt? Ja. Und Dings hier, wie heißt der Fame?
Und Arena of Time nicht, ja. Für den wird es auch nicht mehr. Oder schön, ja. Dafür würde ich Loch nehmen. Loch in Kauf nehmen, ja. Ja, okay. Das kann man nur durch Loch wieder gut machen. Was dafür kackt. Der war echt schlecht, ja. Ja, wie hieß jo. Denn der Scheiß? War schön. Tschüss, Leute. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Milena Vollhals, Scala, how is it for you to... was, fuck man. Ist das Englisch oder? If you look to your left, how is it for you? Oh, really nice, seriously. War das ein smoother Übergang jetzt? Mm. Also, Biono Tenorio hatte noch einen, aber es war keine Frage. Eiskalt, weggeklickt. Don't you get inferiority complexes, in Klammer Minderwertigkeitskomplexe? If you, oh Mann, if you see that huge wall and Gregor Gysi is only 1.5 Meter tall. Meter tall. Was? Keine Ahnung, Milena Vollenheiz. sorry. Die du immer mal Deutsch und Englisch übst, was durcheinander wirst. Cam on DJ Sun, why is... Harod is brown. Also, do you think that you guys will win the World Cup here? Yeah, we have to win. Absolutely. Because yeah. Every time we win, the celebration is one bit larger and more enthusiastic. And yeah, if we win the Let's World sing. Cup, we win. Groovy ABC. Hey, you're fit with me. Groovy ABC, you're my survival infantry. Herr Rodis, why are you brown? Because I have smelled caca on him. Because I'm son of Eva. Hä? Brown. Ach so. No, his father is not actually brown, but yeah, maybe one of his ancestors is. Dirty. Dirty blood. Muggle. But he's my brother, isn't he as brown as me? Yeah, he's the brother and yes. He isn't annäherungsweise as brown as me. Groovy ABC. Shorty Polly! 21. Hello everyone! Hello Shorty Polly! Hey, Shorty Polly! Polly, mal anrufen. Hallo, jetzt muss ich noch mal piepsen, Mann. Ruby Sammy. Dennis Green, the third. What's the most fun video or video series that you've done so far? And how did you become so fluent in English? Yeah. Oh. What's your favorite video? There's no idea why I'm so fluent. Yeah. Hey. Hey, what's your favorite video? Favorite. CBs in Nostarav, Robert. CBs, was? What? Series. Series, yes. CBs! Yeah, he's one of our subscribers and he came to Germany. Fuck! He came to our hometown. He's Germany. What's your favorite CB? He came to our hometown. Sorry, I learned Russian. Yeah. Seht mal, warum? Zibis! Zibisli! Seriously! Ja, Zibisli! Zibisli! Ja, too much alcohol, maybe. Direkt über Konte! Zibisli! Konte, was? So, what's all your favorite Zibis? Yeah! So! Yeah! Zibisli! Zibisli! I think my favorite video of all time is... Yeah, the Dragon Ball one is my favorite all times. Pokémon am besten. Yeah, it's more than just the video. It's memories of making it in every video. That's what. This is so fucked up. I mean, Gamescom 2012 is not that good, but it's good to me because of the memories of mine. To me. 2012. Was ist dein Favorit, Alter? My favorite is I think it's the Waiter one. Oh, very good. And if I have to choose a video series, I would say Annoying Dancer, of course, because yes, it's because no, I take part ask, in the newest ask. One. We just have two ask videos, but those are great too. Yeah, they took long time to be made. Oh, jeden Fall.
Hanna, what's your favorite? Yeah, waiter, as always. We already had that ask that question for like, I don't know. Yeah, but maybe in German. 200 times. From our Nazi friends already asked this question. Jens, Alter, ich hätte immer was von mir. The ones that are... That's quite fluent in English, maybe. Well, yeah, we learned it in school, and of course. I'm totally fluent in English. And because we played a lot of games, well, in my youth and childhood, the games were mostly English, and I had to use and I had to be good at English, and of course playing online with other folks around the world, and yeah, absolutely. That's it. What is your tackle? And our teacher was quite good. Take her. Let's take three questions. We will finish it now. Oh, okay. Ist schon vorbei? No, it's so funny. What? Das ist doch such a short English part. No. Talk through. So, Pekin or Pakan, I don't know, 357. This question may have already been answered, but do people recognize you in the streets? No. Noah, did some subscriber said hi to you randomly? Yeah, he came up to me. I was skateboarding and he said Robin, and I didn't even notice, but because of the music in my ears. Yeah, but yes. Seriously. like Pete and Enrique. Yeah. On Gamescom. Fuck you. on the Gamescom, while the Gamescom was happening, we were recognized a few times. When we were in Berlin, we were recognized a few times. Two times, I think. And I have to say, for me, it's kind of weird when there are like little girls. Is it him? That's absolutely confusing for me because it's so way out, you know. Groovy ABC. So there were a few guys who said hi to us at Gamescom. They are Friemeling on my head. They are in my Alter, haben wir auch zusammen. Oh. Habe ich dir ausgesetzt? Ich habe dir mehr Geld gegeben, als es gekostet hat. Nein, das hast du nicht. Es hat 4 Euro gekostet, du hast mir genau 4 Euro gegeben. Ich hätte 6 Euro gekostet. Alter, ich kann dir mal vorhin zeigen. The amount of education and information is high. It's high in this one, you know, in this video. Ich habe jetzt Pizza. Jens, Alabaster Skin, Faye. I still don't know how to pronounce your name, girl. Fudgy. If you can, could you just briefly explain what you did on the TV show for us non-German speaking subscribers, please? My German's awful. I screamed and then I put my hands like this. Yeah, so basically it was the main slogan was the very first democratic voted millionaire from Germany. And there was this vote phase in the internet, you know, you could sign in and maybe people like you and vote for you, and then you make it to the live TV shows. Then you have to explain and to show what you want that money for and why you are the one deserving it and so on. And there were planned to be 8 shows with 7 people each, like a usual casting show, like American Idol or something like that. But you can do whatever you want. Okay? So we had this show. We had some parts of trolling singers. Some part was showing some clips from YouTube, and some explaining. Yeah. So we didn't win, but we made second place. Yeah. And that was quite awesome. The show was a total fail because of the voting system. Pretty difficult to explain, but it was fucked up and there was an immense shitstorm and everyone complained because their favorite didn't win, although it got the most votes by the
the telephone things. Yeah, and the winner of it all was the German wheat Verband. You know, we need some serious institution to legalize wheat. Okay, so there was the next shitstorm because you can't do that. The other half. And the show was basically the first half was legalize wheat. Yeah. And the show was basically cancelled after your episode. It was a total fail, and it was planned were 8 shows, and they just had, I think, 4. And the third and the fourth, the grand finale didn't even appear on TV. It was just a live stream. This is so fucked up. And I hope I could explain it quite well for you, my dear lady. I understood it. Please, Hendrik, please introduce. Please tell us how to pronounce your name, dear lady. And don't look so unhappy, Kalle. Smiley kiss. Milena Fohlenhals. If you have to choose between joining the jungle camp or being at the finals in Deutschland sucht den Superstar, Germany's Idol or so, what would you choose? Was mein Dream? Superstar. Yeah, absolutely superstar. He would sing Watch Dogs. I'm performing songs. Yes. Are there English Supplier noch? Das ist dein Superstar. Das ist dein Superstar. Which he sings German songs. Watch Dogs, go by Watch Dogs. No. Which one should I perform for English Subscribers? Yeah, from Texas. Say it against everything. Ich wusste, dass es klappt. If you don't choose something, all humans will die. Go away about the power of C, Assassin's Creed 4. Hurt with your bad hate, Assassin's Creed 4. Or you go with the bot from beach to beach, Assassin's Creed 4. Eddie. Give gas! No, Eddie, was heißt Graben? Eddie searches. Digging! Eddie digging for officials! Assassin's Creed 4. We'll link the over the roofs. I'm gonna over link the song in underwater dive station. I'm gonna link the song in the description, but it's German. But maybe you can enjoy it. Anyway, So I would choose DSDS Germany's Idol 2. I'm really looking forward to the pink battles when Daniel is back. Keep up the good entertainment. Yeah, absolutely. Thank you for that. And that was the last question. Yeah, Daniel's pretty busy with his girlfriend study. Assassin's Creed. Wait. Jetzt kommt. Okay, because this part was so fucked up, we're gonna sing a song to you, and it's called Groovy ABC. Groovy ABC. One, two, three. Groovy ABC. Hey, you fit with me. Groovy ABC, you're my survival infantry. ABC and D and E and F and G and H I J K L M N O P S D U and V. Oh yeah. Groovy ABC. Hey, you fit with me. Groovy ABC, you're my survival infantry. Yeah. Too much blood, alcohol. And here, let's celebrate. Marco Marco, Alter.